Das Internationale Olympische Komitee beteiligt sich mit einer Spende von 500.000 Euro am Wiederaufbau der bei einem Brand teilweise zerstörten Kathedrale Notre-Dame in Paris. Damit will das IOC dazu beitragen, dass die Kirche bis zu den Olympischen Spielen 2024 in der französischen Hauptstadt wieder restauriert ist. Meistgelesene Artikel: Fußball, Europa League Halbfinale. Eintracht in Ekstase, Fußball, Champions League, Guardiola noch der Beste der Welt. Nach DFB-Affäre, jetzt spricht Krug Fußball, Europa League Blues nach 7 Tore Spektakel weiter als Hockey, der München siegt nach Overtime-Krimi, das Ziel, die Rekonstruktion bis 2024 abzuschließen, ist eine zusätzliche Motivation für uns alle, schrieb IOC-Präsident Thomas Bach in einem Brief an den Pariser OK-Chef Thomas Estanguet und verwies auf die enge Verbindung zwischen der berühmten Kirche und den Spielen 2024. Unter anderem die Marathonläufe und die Radrennen führen an Notre-Dame vorbei. DZN gratis testen und Sporthighlights live. Die Arbeiten könnten innerhalb von 5 Jahren abgeschlossen werden. Let's block it's. Why?